zu essen ruft, schreit förmlich nach dem Messer. Mach das mal so nah. Lass es dir schmecken. Oh! Okay. Also ich glaube, wir haben die Sprache umgestellt. Ich weiß nur nicht, ob es Italienisch oder ob es Spanisch ist. Kennen Sie eine mit Sprachen aus? Oh je, das war nicht richtig. Ich kann es leider noch nicht mehr vorlesen. Ah, ja, danke ihr beiden. Ich ich hatte weder die eine noch die andere Sprache in der Schule. Ich hatte auch kein Französisch. Die einzige Fremdsprache, die ich hatte, war Latein. Und Englisch. Freund oder Freund? Fragt er. Schätze, das war falsch. Ich werde den Scheiter zurück. Okay. Nur Spanisch. Ihr kennt euch mit Sprachen aus. Okay, gut. Bin ihr sehr dankbar. Jetzt, wo wir dieses Problem gelöst haben... Was wolltest du mir vorhin sagen? Ach ja, richtig. Bonnie, das Kind, dessen Zimmer das hier ist, ist mit ihrer Familie in Urlaub gefahren und hat Woody auf eine wichtige Mission zurückgelassen. Aber die Mission, sagen wir einfach, sie verlief nicht nach Plan. Kein Französisch, aber bei der Sprache hapert's. Vielleicht kommt es uns auch nur Spanisch vor. Jetzt hier mein Link zu Dracolo gestellt. Kann ja vielleicht für dich was sein. Schau ich mir auf jeden Fall an. Wie gesagt, kennen tue ich es nicht, nur nicht mehr vom Namen. Das schaue ich mir mal an. Was Spanisch, ich kann's. Ja, bei uns konnte man halt damals aussuchen. Spanisch, Türkisch, Französisch. Und für Latein gab es leider nicht genug Leute. Latein hatte ich dann, als ich mein Abitur versucht habe. Da hatte ich dann Latein 2 Jahre lang. Und dennoch bin ich am Überlegen, ob ich tatsächlich mal das kleine Latinum mache. Ob ich es zumindest nachhole. Ja, man hat so versucht. Es war mir tatsächlich etwas too much. Ich bin ein bisschen in Mathe und Englisch hängen geblieben. Physik komischerweise konnte ich, aber Mathe und Englisch... Zudem war die Schule eher... Naja. Naja. Reden wir nicht drüber. Die Kompetenz der Lehrkräfte war etwas... Ja. Vincent, ich habe keine Ahnung, was... Ich hatte lange kein Latein mehr, das weißt du hoffentlich. Nein, woher denn, aber... Weißt du, wie lange ich kein Latein hatte? Opus est. Ich hatte damals immer 1 und 2, aber das ist... Oh Gott, wie lange bin ich von der Schule weg? Oh, sind es jetzt 3 oder sind es 4 Jahre? Wie lange bin ich weg von der Schule? Ich glaube, Frisches wirst du es, wie lange ich weg bin von der Schule. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Habe ich 2019 oder 2018 aufgehört? Nee, 2020 nicht. 2019. Wir müssen 3 Jahre sein. Wir haben eben mal einen Dialog geschafft. Bist du sicher, dass es ein halber war? Ich glaube, es war nicht mal die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Wolltest du nicht Essen machen? Wolltest du nicht? Ne? Ich bin positiv, der Dialog ist immer halb voll statt halb leer. Naja, ich gehe ja schon. Du, Masuna, du kannst doch hier bleiben. Also, ist dein Essen. Mein steht seit 1 Stunde neben mir. Fast unberührt. Ich habe immer noch 1,5 Toast hier liegen. Ich komme noch nicht mehr zum Essen. Also, ja. Seit wir angefangen haben zu reden. Nee, davor schon. Ich weiß nicht, wann war meine Pause? Vor knapp 2 Stunden war meine Pause. Da hatte ich mir mein Essen gemacht.
In der Zeit habe ich ein halbes Käsetoast geschafft, von den anderen zwei die Hälfte abgebissen und ein ganzes geschafft. Ich hab's drauf heute. Vincent, geht's dir gut? Das vor 19 Jahren die Schule beendet, Vincent. So, wie im Programm weg jetzt. Woody wurde während eines Aufklärungseinsatzes aus dem Fenster geworfen. Oh, der Arme. Woody wurde aus dem Fenster geworfen. Wir müssen ihn retten. Ich bin ja weit voraus, meine Freundin, aber ich mag deinen Enthusiasmus. Ich wollte ihm helfen, in ein Zimmer zu kommen, aber das Fenster schlug zu und verriegelte sich leider. Ist da rege und unerreichbar für mich. Ich war gerade mitten in einer Rettungsaktion, als meine Batterien den Geist aufgaben. Ich bin mir sicher, dass Woody freiwillig sprang, weil Buzz ihm Spanisch vorkam. So, oh Scheiße, Buzz redet schon wieder Spanisch. Okay, ich gehe. Was für ein Kohle. Was so nah. Oh, puh. Okay, ich weiß, dass ich nachher keine Stimme mehr haben werde. Rettungsmission, was war dein Plan? Siehst du die Teile der Auto... Autorenbahn? Also, oh Gott. Autorennbahn. Mhm. Erst mir das Wort angucken und dann laut vorlesen, bitte. Manu. Ich gehöre ins Bett. Ich gehöre einfach ins Bett, ey. Ich bin nur jetzt noch nicht zu gebrauchen. Ich hab das ein N nicht gesehen. Oh, Auti. Das tut aber selber schon weh. Das tut echt weh. Die Auto. Ich hätte nicht jedes Kinderzimmer. Ja. Hattest du keine? Hattest du keine Autorenbahn? Oh, meine Matze noch immer 0 oder 4. Ja. Sagt die Übersetzung zu Internet. Psst, ruhig. Nun, ich hatte vor, die Bahn aufzubauen und dein Spielzeugauto gegen die Verriegelung des Fensters zu schießen. Yeah. Wenn es genau im richtigen Winkel trifft, wird das Fenster entriegelt und Woody kann wieder hinein. Es müssen nur noch einige wenige Teile der Bahn zusammengebaut werden. Würdest du mir dabei helfen? Mhm. Volle Kraft voraus. Ich werde das als ein Ja. Bin als erstes die restlichen Teile der Bahn. Wenn du sie mir bringst, sobald du sie alle hast, können wir sie gemeinsam fertigstellen. Bis zum nächsten Mal. Ich komme da auf jeden Fall nicht rüber. Ja. Gut. Du arbeitest an einem bahnbrechenden Teil der Story. So in etwa. Hier ist eine Kiste. Ich fühle mich echt wie bei Kingdom Hearts. Ich komme hier nicht mehr weg. Der Pinguin versperrt mir den Weg. Ach, jetzt. Okay. Böses Pingu. Ganz, ganz böses Pingu. Ach ja, wir sind ja in einer Welt, in der ich nicht runterspringen kann. Boah, die Blocker gleich mal reparieren. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich brauche. Hier ist noch eine Kiste. Die haben sich einiges von Kingdom Hearts abgeguckt. Oh. Weil ich hätte mal den größten gemeinsamen Teil. Mit Mathe bist du bei mir an einer völlig falschen Stelle. Ich sag einfach immer nur ja.
kann kein Mathe. Mathe-Niete. Bei mir gibt's schon keine Noten mehr. Treppen. Immer die man nicht hochlaufen kann, direkt permabannen. Es wäre halt mal zu schön, wenn man mal überall hin könnte. So, habe ich jetzt alles? Ich weiß es nicht. Nein, Mann. Nee, ein Teil fehlt. Oh. Jetzt komme ich ja doch hier hin. Aber es bringt mich nicht weiter. Der festen Einzelnen spielen, was wir in Sperma. Was? Was tun wir? Mach doch sowas hier nicht mit mir. Ich bin krank. Damit meine ich nicht im Kopf. Also das auch, aber. Da. Gefunden. Wenn er die Schiene reparieren kann. Welche? Wo? Ach, da. Die Schiene. Okay, Hallöchen. Und Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. So, Küche die dritte. Viel Spaß, Masuna. Aber schön, dass du reinschaust. Noch bin ich nur ein bisschen krank. Also, ein bisschen Husten und halt Schmerzen. Aber es wird. Hallo. Gehirnwandel läuft auf der falschen Bahn. Sozusagen. Ja, das fühlt mir soweit bei mir. Das freut mich. Ja, bei mir auch. Gestern wieder ein bisschen renoviert. Sind ja nur am Umziehen. Und Samstag geht's weiter, sofern ich nicht zu sehr flach liege. Und ja. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch umziehen kann. Also ich hoffe es sehr. Es wäre zu schön. Mein Verlobter ist auch jetzt gerade im neuen Haus. Der ackert da schon weiter. Und ja, ich dachte, solange wie ich mich noch recht fit fühle, kann man ja einen schönen Morgenstream machen. Ich konnte eh nicht mehr weiter schlafen. Die Katzen haben Terror gemacht, also passt. Wir anstrengen dich nicht. Na, ich doch nicht. Jo. Wenn man von meinem Verlobten redet, dann taucht er sofort wieder auf. Er spawnt einfach. Der Fuschelspawner. Aber der Tee ist schon vorbereitet, tatsächlich. Der Tee ist schon vorbereitet. Steht schon oben alles parat, sobald ich das nächste Mal hochgehe. Schmeiß ich mir jetzt nämlich tatsächlich einen Tee rein. Haben die mir noch so einen leckeren Kirschtee. Der ist lecker. Also, mal gucken. Und ansonsten, Heizung läuft hier unten tatsächlich auch auf Höchstleistung. Ist auch nur dezent kalt. Und bin ja auch mit Hustenbonbons versorgt. Die habe ich auch noch. Hustensaft habe ich auch schon genommen. Passt. Passt. Solange ich nicht wieder Fieber kriege, passt das alles. Kriegen wir hin. Und gerade hocken wir so ein bisschen bei Dreamlight Valley. Da kam jetzt vorgestern kam das neue Update. Und jetzt können wir endlich in Toy Story reinschnuppern. In die Welt. War zwar nie mein Film, aber es gibt jetzt auch Stitch als Charakter. Weiß ja nicht, ob du das Spiel schon kennst, beziehungsweise schon was von gesehen oder gehört hast.
das vielleicht selber spielst. du hast alle Teile der Rennbahn gefunden. Gut gemacht. Jetzt können wir sie gemeinsam zusammensetzen. Yay. Von der Autorenbahn. Das ist geschafft. Alle Teile der Rennbahn sind an ihrem Platz. Naja. Aber einige Teile haben nicht die richtige Höhe. Was machen wir jetzt? Lass mich kurz nachdenken. Ich hab's. Wir können die örtliche Flora einsetzen, um das Problem zu lösen. Flora? Also Pflanzen? Ganz genau. Hier im Zimmer befinden sich magisch wachsende Kakteen. Magisch wachsende Kakteen? Was ist das? Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Sie sind nicht wirklich magisch, aber sie sind eine technische Meisterleistung. Sind kleine Spielzeugkakteen, die Bonnie als Geschenk erhalten hat. Wenn man sie bewässert, wachsen sie. Wenn man sie unter der Rennbahn platzieren und sie bewässern, dann wachsen sie und heben die Rennbahn an. Ein guter Plan. Jawohl, du denkst richtig gut mit. Aber es gibt ein Problem, das Wasser. Ich bin leider kein wasserfestes Spielzeug. Keine Sorge, das kann ich mit meiner praktischen Gießkanne erledigen. Fantastisch, dann machen wir uns am besten gleich auf die Suche nach den magisch wachsenden Kakteen. Damit wir meinen Freund retten können. Ich bedanke mich für die Hilfe. Ist immer toll. Hab's bisher noch nicht gespielt, aber hab schon gehört, es wird ganz toll sein soweit. Ja, ist es. Es macht echt richtig Spaß. Ich kann auch einmal kurz zurückreisen. Oder zumindest später nochmal zurückreisen. Ich glaube, ich werde erst bei dieser Welt hier fertig machen. Ich hoffe, mein Freund unter die Dusche war beim Sport. Alles klar, mach das. Da tut die Dusche dann auch ganz gut. Und dann danke für dein Lurk schon mal. Aber nee, das Spiel ist echt richtig, richtig toll. Kann ich nur empfehlen. Jetzt muss ich nur diese komischen Plätze finden. Falls jemand... Ah, da. Aber die finde ich doch eh wieder nicht alle. Ich habe einen Teddy gefunden. Seht das? Da ist der böse Pinguin, der mich wieder nicht gehen lassen wird. Oh. Die Dinger stehen auch so gar nicht im Weg, ne? Hab ich alle? Nee. Jetzt. Aber wie es immer bestimmte sein müssen, ne? Nee, da war es nur eins. Ah, und da vorne dann zwei. Als ob das so funktioniert. Kann ich da jetzt drauf? Nee. Oh Mann, oh. Ich will da mitfahren. Hallo, gibt's was zu berichten? das Gleis ist vorhanden und liegt auf der richtigen Höhe. Ausgezeichnete Arbeit. Es bleibt nur noch eine Sache. Nimm dieses Spielzeugauto. Ja? Steig auf die Leiter und schieb das Auto die Rennbahn lang. Mit genügend Schwung sollten wir in der Lage sein, das Fenster zu öffnen und Woody zu retten. Mission beendet. Die Leiter ist da hinten. Darf ich mit dem Auto mitfahren? Oh, schade. Hm.
bin ich froh, dich zu sehen. Halli, hallo Partnerin, du musst ja da sein. Schatz, ich muss mich bei dir bedanken, weil du Bass geholfen hast, das Fenster zu öffnen. Kein Problem. Ruhig Blut, verkauf dich nicht unter Wert. Das war ein toller Rettungsplan, den du und Bass da durchgezogen habt. Bass sagt, du wärst bei einer Art Mission aus dem Fenster geschützt. Was war da los? Naja, Bonnies Familie ist im Urlaub und sie hat uns zurückgelassen, um etwas für sie zu erledigen. Sie will ein Theaterstück aufführen, wenn sie zurückkommt. Ein Theaterstück? Was für ein Stück? Bei Bonnies Fantasie kann man das nie wissen, aber sie hat eine kleine Farm aus Pfeifenreinigern und Eisstielen gebaut. Dafür hat sie eine ganze Reihe von Tieren aus Bastelpapier gemacht. Oh nein, das ist süß. Hilfe! So ist Bonnie, sie ist ein wirklich kreatives Kind. Moment, wo ist die Farm? Bonnies Farm wurde umgestoßen und sie ist zerbrochen. Teile sind überall im Raum verstreut. Das ist schrecklich. Ja, es hat mir fast das Herz gebrochen, alles in Stücke zu sehen. Also haben Bass und ich beschlossen, Bonnies Farm wieder so aufzubauen, wie sie sie verlassen hat. Okay, lass mich helfen. Das ist großartig, denn wir können wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Ich glaube, ich habe ein paar Blätter unter meinem Hut stecken. Hä? Warum sprichst du nicht mit Bass, damit er sich über den Rest des Plans informiert? Großartig! Hallo, gibt's was zu berichten? Woody hat mich über die Situation aufgeklärt. Wie können wir Bonnies Farm wieder zusammensetzen? Mhm. Ich habe nachgedacht. Bonnie hat spezielle Entwürfe gemacht, die genau zeigen, wie es aussehen soll. Sie sind immer noch mit Klebeband im Raum verteilt. Du meinst all die Zeichnungen an den Wänden, die auf farbigem Bastelpapier? Beeindruckend. Beeindruckende Beobachtungsgabe. Eigentlich nicht, aber... Es gibt nur ein Problem. Einige von ihnen sind schwer zu erreichen. Woody ist beim Versuch, sie alle zu erreichen, aus dem Fenster gestürzt. Ich könnte mit meiner Kamera Fotos von allen Zeichnungen machen. Ausgezeichnete Idee. Dann sehen wir uns die Zeichnungen an und bauen die Farm genauso nach, wie Bonnie es möchte. Du nutzt alles, was dir zur Verfügung steht, was? Also so denkt ein wahrer Space Ranger. Sag Bescheid, sobald du Bilder von allen Zeichnungen hast. Roger. Oh, ich schau einmal. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal ganz kurz meinen Tee einmal fertig machen. Dann hoffe ich, dass die Welt hier nicht mehr ganz so lange dauert. Weil geplant war ja, dass wir noch Walking Dead spielen. Damit ich das Spiel irgendwann mal hinter mich bringe. Und ja. Vielleicht esse ich dann in der Zeit auch nochmal weiter. Mal gucken. Ich mache euch auf jeden Fall wieder Musik an. Und... Nummer 3. Okay, da kann ich leider nicht rüber. Yay! Wir können Bass berichten. Sei gegrüßt. Ich bin Buzz Lightyear. Das war hervorragende Ermittlungsarbeit. Jetzt können wir Bonnies Bauernhof genauso wiederherstellen, wie sie es wollte. Mal sehen. Ja, Bonnie hat große Pläne für diese kleine Siedlung. Ihre Zeichnungen sind ziemlich detailliert, aber wir könnten etwas hinzufügen. Nein, das würde nicht funktionieren. Was würde nicht funktionieren? Ich dachte mir, wir könnten ihren Entwurf verbessern, aber dafür bräuchten wir Materialien, die wir hier in Bonnies Zimmer nicht finden werden. Blumen und vielleicht irgendwas anderes. Ich weiß, wo wir das finden könnten. Kommt mit mir nach Dreamlight Valley. Dreamlight Valley? Ist das ein besonders teures Spielset? Oder ein Familienrestaurant wie Pizza Planet? Nein. Dreamlight Valley ist... das fantastischste Dorf im ganzen Sektor. Wirklich? Na, wenn du meinst, dass wir dort die Materialien finden, die wir brauchen, um Bonnie zu helfen, dann sollte ich dort mal einen Besuch abstatten und auf Erkundungsmission gehen. Warte hier, ich werde im Dorf ein Kommandoschiff für dich besorgen. Ein echtes Kommandoschiff.
Ein echtes Schiff? Wie in den Zeichentrickfilmen, die Bonnie sich ansieht? Wird das einen Hyperantrieb haben? Ja, komm. Dann kann ich jetzt kaum erwarten, das zu sehen. Mission beendet. Yay. Gut, dann bauen wir sein Häuschen noch. Dann können wir... bald auch das Spiel wechseln. So. Einmal dahin. Hoffen, dass es nicht so teuer ist. Einen schönen Tag noch. 10.000. Tolles Raumschiff. Gott, ist ja klein. Okay, mein Fuchs ist halt einfach im Weg. Mickey. Ich hab die Hoffnung, dass er nochmal hochspringt. Er tut es so nicht. Naja. Was hört? Genau dich wollte ich sprechen. Jupp, hi. Das ist also... Huch, warum bist du auf einmal riesig? Weil ich kein Spielzeug bin. Du bist kein... Wie bitte? Wenn du kein Spielzeug bist, dann habe ich gerade Spielzeugregel Nummer 1 geboren. Hier auf den Boden fallen und so tun müssen, als sei ich leblos. Hier in Dreamland Valley brauchen Spielzeuge das nicht zu tun. Hier ist nicht immer ganz klar, wer ein Spielzeug ist und wer nicht. Und was real ist und was nicht. Naja, also, wenn du es sagst... Weißt du, was komisch ist? Jetzt, wo ich hier bin, kommt mir dieses Teil irgendwie bekannt vor. Woody und ich waren schon mal hier, oder? Das hier war ein Ort, an dem jedes Spielzeug geliebt wurde und jeder wichtig war. Keine Sorge, deine Erinnerungen werden schon bald zurückkehren. Das hoffe ich doch, es ist ziemlich verstörend. Vielleicht sehe ich mich erst einmal um und versuche, mich zurechtzufinden. Okay, ich werde zu Woody gehen und mit ihm an Bonnies Bauernhof weiterarbeiten. Yay, wir haben 19 Charaktere jetzt. Okay, können die nicht irgendwo... Nee, ich gehe erstmal kurz hier weiterkaufen. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah! Die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Denn hier fehlt ja noch ein bisschen was. Sei gegrüßt, Nachbar.
Die Oase habe ich gesehen. Habe ich sogar schon. Aber ich kauf's einfach nochmal. Kann man nicht genug von haben. Sei gegrüßt, Nachbar. So. Und das hole ich auch nochmal. Dann hole ich kurz hier das Streamlight ab. ...368 von 764 Kleidungsstücken. Nur bei den Möbeln kommen wir gerade nicht ganz hinterher. Leider. Da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Beziehungsweise müssen wir auch einige herstellen. So, wo ist Bass hin? Sehe ich das hier auf der Karte? Da hinten. In Richtung seinem Haus. Jo, und wenn wir dann damit durch sind, starten wir gleich weiter mit... Walking. Und falls dann noch Zeit bleibt und Lust und ich es körperlich noch mit hinkriege. Können wir noch FF spielen. Okay, ich habe ja nichts von den Pflanzen, die du willst. Aber konnte ich das nicht irgendwie mal... Hey, da geht's jetzt. Warum ging das eben nicht? Bei denen geht's überall nicht. Eben ging's auf jeden Fall. Seltsam. Na gut. Achso. Foto von der Eishöhle kann ich aber machen. Nimmt er etwas Süßes. Okay. So. Dann kann ich jetzt nämlich hier auf das Ding auch schon zugreifen. Was kann ich? Damit komme ich allein schon über 2000. Also ich sollte auf jeden Fall genug kriegen. Ich will das Event auf jeden Fall durchziehen. Okay. Ich fühle mich so klein gerade. Spiel speichern. Spiel verlassen. Jetzt gehe ich aber hier hoch. Dann hoffe ich mal, dass das alles startet ohne große Probleme. Gehe ich mal weiter runter. Ja, trotzdem beenden. Servus. Mach das. Zu Walking Dead. Telltale. Falls du es eben nicht gekriegt hast. Weiß ja nicht, wie viel du noch so und so. Und, ne? Darfst dir auch einen Titel überlegen, wenn du magst. Nee, immer noch Season 1. Immer noch der erste. Wir sind zwar bei Episode 2, aber es ist leider noch die erste Season. Leider. Es wäre schön, wenn wir schon weiter wären. Heiß. So. Dankeschön.
Dann wieder auf live.